Seid gegrüßt! Heute habe ich für euch ein Aufschnitt-Grundbrät, aber mit Schweinefleisch. Habt ihr Lust? Dann geht's jetzt los. Was brauche ich alles für meinen Aufschnitt-Grundbrät mit Schweinefleisch? Ja, damit das Ganze eine gute Bindung gibt, habe ich hier Eisbeinfleisch. Wie man Eisbein auslöst, da erscheint jetzt gerade so ein Button, braucht ihr nur drauf zu klicken, dann kommt er direkt zu diesem Video hin. Das Eisbeinfleisch hat den Vorteil, dass es eine sehr gute Bindung hat im Fleisch. Es ist eigentlich von der Fleischqualität her minderwertig, aber in der Bindefähigkeit hochwertig. Dann habe ich hier Schweinebacke, man kann auch Rückenspeck nehmen, Nackenspeck. Ich habe jetzt hier Backe genommen, weil die auch sehr schön weich ist in der Konsistenz. Die Wurst wird ja meistens immer relativ fest. Es gibt ja immer Leute, die sagen, die ist mir doch zu fest. Da hilft vom Geschmack her und auch von der Weichigkeit ist Schweinebacke natürlich gut. Muss man nicht nehmen, man kann auch, wie gesagt, eben Nackenspeck zum Beispiel nehmen. Dann habe ich hier noch etwas Schinkenfleisch noch dazu. Mein Eis, hier mache ich gleich noch richtig Crush-Eis von, also es wird richtig fein. Pulver. Dann habe ich hier meine Gewürze, Salz, was zum Einfüllen. Ich mache immer nur kleine Portionen, deswegen brauche ich jetzt nicht extra meinen Wurstfüller zu holen. Darm, ist klar. Und hier jetzt mein Wolf. Hier habe ich die feine Scheibe drin, eine 2 mm Scheibe ist das. Und dann werde ich noch meine Küchenmaschine nehmen. Und wie das Ganze dann abläuft, das zeige ich euch jetzt. So, ich lasse jetzt nach und nach jede Schale lasse ich einzeln durch. Wenn ich das jetzt hier durchlasse, ich glaube, das brauche ich nicht zu zeigen, das weiß und kann jeder. Zwischendurch lasse ich mal kurz ein kleines Bild, zeige ich euch das mal kurz. Und ansonsten geht es danach gleich weiter. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, habe ich jetzt alles durchgelassen, Fett und so weiter. Und jetzt fängt es an mit meinem Aufschnitt-Grundbrät, dass ich erstmal das Magerfleisch hier rein. Schinkenfleisch und Dings kann ich ruhig zusammen machen. Dingster, Bumster. Schinkenfleisch und Eisbeinfleisch. Trallari, tralala. So, und das lasse ich jetzt kurz, naja, trockenkuttern, sagt man. Ich mache das jetzt erstmal ohne Salz, nur kurz. Ich habe das Ganze jetzt mal 4-5 Runden drehen lassen. Jetzt ist es ganz wichtig, jetzt kommt erstmal das Salz hier rein, damit es eine vernünftige Bindung gibt. So. Das lasse ich jetzt wieder 4-5 Mal drehen. So. Das habe ich jetzt wieder kurz drehen lassen. Das Ganze wird auch schon eine kleine weiche Masse. So, und jetzt ist natürlich ganz wichtig, es darf jetzt nicht zu warm werden. Umso mehr ich es drehen lasse, umso mehr erhitzt das Fleisch. Und umso wärmer es wird, umso schlechter für die Bindefähigkeit. Jetzt mache ich hier erstmal die Hälfte von meinem kann ruhig ein bisschen mehr, von meinem Crush-Eis hier rein. Dann lasse es wieder kurz drehen. So, das Ganze hat schon eine schöne Bindung bekommen. Ist auch schon relativ fein. Jetzt geht's los. Eis. Ja, machen wir erstmal. Nee, das war erstmal hier. Gewürze. Und jetzt das Fett. Da das Fett schon relativ weich ist, muss es nicht vorher schon mit rein. Das soll auch erst zum Schluss rein, damit sich das dann alles schön gut binden kann. So. Und jetzt mache ich das Ding wieder an und lasse es ja, 20 Runden laufen circa, so dass sich das Ganze gut verbindet. Ihr seht ja, ich zeige euch ja hier jeden Schritt. So. Deckelchen oben drauf. Und jetzt mache ich es wieder an. So, das Ganze ist jetzt fertig. Ich habe hier schon das Messer rausgenommen und ganz wichtig ist es,
dass es immer noch kalt ist. Braucht dann nochmal mit dem Finger rangehen und dass es eine schöne klebrige Masse ist. Nicht, dass es auseinanderfällt. Wenn ich das jetzt hier so hoch mache und das läuft alles schon so wie Marmelade nach unten, dann ist da irgendwas schief gelaufen. Es kann aber immer noch was schief laufen, zum Beispiel, dass nicht richtig eingefüllt worden ist, dass die Wärme nicht, dass die Därme nicht vernünftig gewässert worden sind, dass man nicht richtig gebrüht hat und. Passieren kann immer mal was, aber aus Fehlern lernt man, sagt man immer wieder. Ihr habt vorhin noch die Därme gesehen und den Einfüllstutzen, den ich da hatte. Da mache ich jetzt nämlich noch eine Wurstsorte von. Das ist ja ein Aufschnitt Grundbret, das ist ja ganz wichtig. Und aus diesem Aufschnitt Grundbret kann ich viele verschiedene Wurstsorten machen. Ich mache jetzt gleich noch eine Wurstsorte, aber nicht in diesem Video, im nächsten. Ich hoffe, meine kleinen Doku hat euch mal wieder gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Diese Wurze. Ciao.